Willkommen zurück zu Professor Plays Tainted Grail. Ja, wie ich das zum Ende gesagt habe, Hochmut kommt sicher vor dem Fall. Es war exakt so. Ich bin dann mit meinem Wird Hunter rausgegangen. Hab genau, hä? Das ist ein komischer Hügel. Interessant. Und bin im ersten Kampf abgestunken. Ich gehe mal in der Richtung, ich gehe mal aus irgendeinem Grund dazu. Danach habe ich eine neue Klasse freigeschalten, den Summoner. Stray Creature. Mit dem ich dann bis zum den zweiten Boss gemoscht habe, also eine weitergekommen. Und dann bin ich vom dritten Boss ausratiert worden. Dann habe ich nochmal mit dieser Klasse angefangen, dem Sentinel, der Sentinel. Und bin im dritten Encounter einfach getötet worden, weil ich gleich noch nicht ganz verstehe, wie diese Manövers hier funktionieren im Zusammenspiel. So. Multishot, aber ich habe nicht wirklich genug Shots. So. Habe ich hier gezählt. Gain, also damit kriege ich Armor, aber der hat irgendwie komische Regeln. Barriers unter einem Turn. Und Armor geht dann auch wieder weg oder so. Und das kann urmächtig sein hier. Mit diesem Phantom-Shot-Zeug, aber. Nur Small kriegen, ja. Ja, jetzt kann ich das tollen Fiends spielen. Die geben mir zwar ganz gut Barrier, aber ich habe so eine andere Karte, dieses Gain Barrier Equal to Armor Value, und ich kriege die meistens so geschissen. Genau, und jetzt wird es schwer. So. Weg. Das Stun-Shot. Ah ja, es ist immun to Stun, wenn er explodiert, aber ich kann ihn jetzt die. Ich kann ihn mit der Barrage abschießen. Oder einfach so. Also, es kann funktionieren. Retreat Tactics, 50 Barrier, das ist genau sowas, was ich brauche. Noch besser. Gehen 100 Barrier für Armor ist equal as more, oder? Das hört sich gut an. Und eine Rune cracked gar. Dann schießt er so viele Pfeile ab, dass das gleich nicht schlecht ist. Na, 11 bis 12, das ist ziemlich reliable. Ah ja, und genau, die Flamme ist eigentlich ziemlich so bei Darkest Dungeon. Farmen wir uns mal hier hoch, das schaut böse aus, aber. Das ist böse. Das ist gut. Genau, das ist die Karte, die Orsches. Diese Red Death Karten werden uns leider irgendwann sehr wehtun. Urgeil, der ist jetzt wach und tut sofort angreifen. Gut. Und zuerst killen sollen. So, damit bin ich mal hier sicher.
hat noch ur viele Arrowbags. Ich muss immer die Pfeile verschießen, die ich habe. So. Werde so viel Schaden nachher. Genau. Es ist geil, wenn die Leute im Kampf sind, dann weiß ich, ich nehme unnötigen Schaden. Aerostorm plus 50%, nice. Boom. Dann eine, das ist so eine Hop- oder Drop-Klasse, die. Vollkommen aufs Maul gibt. Was ist, hat mir jetzt gerade Finishing schon da gesagt, oder? Florist, nice. Oh, lässt Körperteile wachsen. Sobs. Bouquets have a purpose. Everyone says there are more. He tries to collect, but I. There's no doubt in my. Please, I beg you, take the bouquet. Let her know that. Okay, also es gibt da diverse Leute, denen man. So diverse Quests, die mich. Ah, deshalb, okay, ich wundere mich. Das könntest du auch gleich sagen, ne? Also, ich denke, würde ich gerne schießen, ne? Apparently ist das zu viel verlangt, ja? Genau, und jetzt habe ich diese depperten Karten. Jetzt check ich, das sind meine anderen, ja, die da. Deshalb habe ich die anderen nicht, weil ich sie nicht verbaue.
Nur gut, dass dann wir den aufgeweckt haben, wenn von dem planiert. Das ist genau das. Dann hat man keine Karten, ihm irgendwas helfen, weil man sie in diesem depperten State hat. Genau, und jetzt stehe ich da, habe keinen Armor-Block und werde fast ausradiert hier. Ja, danke. Ja. Ey, hätte ich es andersrum machen können. Also wenn man hier nicht richtig die Dinger kriegt, dann ist das sehr mühsam. So. Blacksmith, der war doch schon in der Stadt. Warum bin ich den denn What am noch I einmal? doing here? Würde ich die gerne. Ich weiß, die kann man irgendwie melden, aber ich habe noch nicht verstanden, wie. Und ob ich dafür den Blacksmith brauche. Vielleicht. Weil irgendwie muss ich Rune Dust kriegen und ich habe noch keine Ahnung, wie ich den produziere. Gut, helfen wir mal den Baden. Schön, hätte ich das zuerst machen sollen. Was war das jetzt? Hier passieren Sachen, die ich nicht verstehe. Unbreakable irgendwas Sachen. Ich kriege kein Armor, nur Skills, die ich kriege, wenn ich Armor habe. Ah! Okay. Ah, ich verliere Charges, wenn ich. Soll man sich noch auskennen? Genau, Fiends. Sieht man mehr Fiends und nicht das andere. Und ich weiß nicht, wie die genau turnen. Also. Man merkt, dieser Charakter ist ein bisschen komplizierter zu spielen als die anderen, so. Die will ich wieder turnen lassen zu David. Ja, das kann ich wieder nichts tun. Kostet mich 3 Charges, alles klar.
Ghost Archers Attack, okay. Ja, es geht. Immer Armor haben. Könnte eine Verbesserung sein für die Karten, die nicht funktionieren ohne Armor. So, Shakes im Wald. Okay, Artus Bade. Toss a coin to your pitcher. Ah ja, mach mal. Die sind alle verdammt gut. Am Ende sterben Gegner nur, wenn man sie tötet. Das ist so eine Grundprämisse, die man in solchen Spielen nicht vergessen darf. Ja, so ist die Training Grounds verstanden, dass wie viel Geld ich kriege. Hat er es besser, weil er Armor reduziert. Nice. So, hier kann ich mich auf Reinrödeln konzentrieren. Könnte es hier sogar gut sein? Mein Shadow macht erstaunlich viel Schaden, ne? Ist okay. Ja, macht uns. Also die Klassen sind alle cool. So, hier kann man einen extra Fighter. These may be mere illusions, but they machen wir das Quest weiter. I could have expected that. When you see him, you're not looking at a knight cursed by the weirdness. He's the son of a warrior who war breeds such people. Or perhaps, I should say, war gives them an environment. Ich liebe diese britischen Dialekte. This man, this horrible man, had a son. He always took him to battle and with whatever he wanted. First, it was true. Soon, there was no innocence left in this chap, and then the weirdness came. Its ways, some. Yes, okay. Yep. But since even this didn't work, I'm out of options. Thank you. Wir machen die Challenge, because. I'm immediately regretting my decision. Wo sind meine 10 Punkte Free Armor hin? Habe ich irgendwas missverstanden? War das nur einmal? Ja. So, ich werde gleich viel angegriffen. Gut, damit bin ich mal hier versorgt.
Dann spielen wir Sagamaskernen. Ah, 75 ist. Ich mach's. Ich wünschte, ich könnte den Block behalten. Ah, gut, jetzt habe ich Base Armor 10. Merkt, und jetzt habe ich plötzlich keine Karten, die mir helfen. Und viele Gegner, die mir wehtun. Ich nicht mal wieder Leben konsumieren. Ei, also ist es natürlich mighty, weil ich diese Arrows hier raushauen kann mit Bonus Damage. Aber ich würde ehrlich gesagt lieber auf einen Gegner fokussieren. Ja, das rewardet einem halt für mehr Charges. Yes, sage ich dazu. Was war das? Immer das mal 300% Damage ist nicht schlecht. Ah, der Bonus einmal zählt, ja? Nice. Jetzt wäre es sehr awesome, wenn ich irgendwie Schaden tun könnte, aber ich kann wenigstens. Habe ich mir gerade Ding weggenommen? Ja. Okay. Hätte ich ihn vielleicht skinnen können? Vielleicht. Muscle Rupturing Shot, Hidden Potential. Wenn ich irgendwie sehen könnte, was das andere wäre. Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht. Man Runes mag ich nicht wirklich. So, da drüben gab's. Ja, kann man drücken. Ja. Da würden wir wieder sagen, dass ich scheißen gehen kann, weil ich kein.
irgendwas bin. Ja, mit dem Damage Bonus geht schon was weiter an. Also ich wundert, warum ich das gespielt habe. Das war hauptsächlich, damit ich dann nicht ohne gescheite Karten dastehe. So. Ich das. Wobei es ist eh. Blood Candle. Ah, es passiert von alleine, wenn man das macht. Kann ich immer im Kampf verwenden? These crisp their origin, however you Ah can nein, es ist wieder was space as a anderes. glimpse. Pray. Unten ist irgendwas, ja, also sichtmäßig, alles ein bisschen. Deppert aber sonst sehr spannend. Einen Schaden können wir, glaube ich, gerade noch in Kauf nehmen. Ja. Wird eher alles auf den in der Mitte fokussiert. Ich nehme die plus 50 Damage next turn. Ist da wieder zu viel Barrier. Das tut schon weh, ja?
Eigentlich kann ich das jetzt aufbrauchen. Zwei Damage und 5%. Oder immer 10 Armor und immer 20 Armor. Das wäre, das ist im derzeitigen Damage-Bereich ist das vermutlich sogar besser. Godless Healing, oh yeah. Ich möchte mein verdientes Geld nicht ausgeben. Silence. Someone kill someone. And, infected human. Ja, das hätte man ein bisschen ausdrücken sollen, bevor es so groß geworden ist. Macht nicht genug Schaden, leider. Good to know. Kann unglaublich mächtig sein oder er kann aufs Maul kriegen, wenn man es nicht kann. An etheric, it must be silence. The girl, as you come closer, the girl becomes aware of your presence. She runs and you take a few slow steps. Schön, dass das nämlich nicht das Questlog eröffnet, das Journal. Ja. Village has a brunette. Ja, mal die gute Strategie von alles absuchen, because we can. Eine falsche Reihenfolge. Ja, und so kann es auch gehen. Kann ich das nicht hier essen? Ja, okay, es gibt Sachen, die ich gleich konsumieren kann. Zero Slots of Meat. Tut das Bouquet was? Na. Spannend.
gut, halt bin ich mal hier versorgt. Es hat meinen Summoner Run ein bisschen torpediert, der Umstand, dass ich an einer Stelle etwas auch gemacht habe, das weiteres Healing permanent disabled hat, which was not a good idea. Schaut böse aus. Mein Damage-State ist, glaube ich, ganz gut. Würde ich gerne hier irgendwo direkter sehen. AP-Damage 11 zu 12. Minus Armor, Oida. Du buffst dich jetzt nicht. Ja, wenn die ganze Zeit Armor hat, sind diese Karten plötzlich viel besser irgendwie. Nice. Hallo. Holy hell. Double Damage ist wirklich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das könnte, glaube ich, für später nicht schlecht sein. Ich muss halt Offensive und Defensive gut abwickeln. Elderly Archer, das schaut jetzt gut aus. Not much since I. Well, that's. As you sit by the archer, you notice that this fire doesn't behave like a regular. Moreover, you suddenly notice that the man's legs are rooted in. Oh. A question in your mind, but when you look into the man's eyes. You decide to leave it for another time. Legendary card. Good, come on. Oh, der war böse, oder nicht?
Hätte ich natürlich vorher machen können, zu ihnen aber, nämlich so, wenn die umbringt, attackieren sie ihren Master und dann. Decrease my armor, this is not nice. Das kann ja gleich den Kampf allein beenden. Das heißt, die killen jetzt ihren Master bei mir. Das war natürlich hilfreich. Treasure! Ich glaube, Armor ist sogar hier mehr wert als Max HP. Ich brauche auch noch immer einen Haufen Dorfbewohner. Ja, da können wir die gleich aufheben. So. Genau, die wird jetzt nichts tun. Was sichert uns eher ab? Ja, aber so viele Pfeile für Multishots, ne? Eigentlich soll ich den locker umbringen können. Nice. Marketplace. My lord, I'm sorry. That's all I can. The man looked. Oh, I must have missed. He looks. But since you refused to take such a hefty. You see, I think I might have an idea on how to. Uh-huh. I think I'd need. Before you have a chart. No, no, don't worry. Doesn't have. How much would you. Merkt, Roguelites sind immer Decision Games. Habe ich schon alles gemacht hier? Ja, schaut so aus, als habe ich alle umgebracht. Gut, dann. Und so schnell vergeht ein Akt. Hä?
nicht stunnen. Ah ja. Vielleicht überstehen wir es ja ohne Angst, das erste Mal zu kriegen. Begeistert mich nicht sehr. Ich habe ihn nämlich so stunnen können. Es ist ein bisschen viel Schaden. Dinger muss ich schleunigst zerschießen. Genau, so kann ich Armor stacken. Yes. Oh. Ich hab das als Game Damage gesehen und nicht das. Ja, lesen können wäre immer super. Tinted Force down an enemy. Was machen wir nicht, während wir so einen Damage Debuff haben? Aber irgendwas, das uns gerade Armor Dings gibt? Nein, natürlich nicht. Da will ich verschissene Hand sehen. Oh, und Stun Arrow nehmen wir auch. Also diese Special Card Sachen finde ich eigentlich ziemlich cool.
Das war ein großer Fehler irgendwie, weil ich aber jetzt nicht mehr. Ja, es tut mir leider weh. Aber gut, dass ich Armor hatte, so. Ja, das ist ja gar kein Pfeil, ich schieße den nicht. Hilft uns jetzt nichts, Tainted Force. Immer mal abknallen. Das ist der Patronet, das ist gut. Ich hätte ja den Aerostorm machen sollen, das hilft mir nichts, das muss ich gleich mal cyclen. Das hätte ich eigentlich spielen sollen, was hilfreich gewesen wäre. Ach. Das macht spawnt leider noch keinen. Weiß zum Glück mehr Schaden als angezeigt. Oh, eine Weird Candle, auch gnädig. Passive Skills. Genau, es gibt ein Town Portal. Wir haben einen Runestone Dust. So, da war irgendwas mit Lost Soul. Machen wir das mal.
nice. Lust. Was kann ich als Scientist machen? Zu wenig Gold haben. Versteckt sich der Schmied immer? Wie schaffe ich das, an dem vorbeizulaufen? The blacksmith is. Oh, da, wenn ich einen zweiten hätte. Du musst das sagen. Ah. You tell the black. Well, that's, I suppose there's no way. You try to back. You hear a fake cough just around the corner. Oh, sorry, comrades. I heard a similar story way back when. Okay, so there is a simple. Is this safe? Safe enough. For you. Please. I'm Hilda. Greetings, Hilda. They look at each other a little longer than you'd expect them to. Die kennen sich sicher. The blacksmith. The blacksmith. I'm sorry. Gut, das heißt, wir haben noch nicht den richtigen Charakter dafür. Runestone. Stimmt, ich wollte schauen. Cracked Man, Man, das ist schon eine Man kaufen. Nicht, dass sie gut ist, aber dann kriegen kann ich. Stan. Gut, dass er die nicht hat. Ich hoffe, man dient der Hoffnung, noch eine zu finden. Scientist. Just, and when you're done, tell when. Ah, okay. Okay, wir müssen herausfinden, wer was kann. Und können damit die nächste Questphase betreten. Aber das machen wir erst in der nächsten Episode von Professor Plays. Tainted Grey, weil ich dort jetzt schon ein bisschen länger als ich mir vorgestellt hatte. Aber es hat funktioniert. Wunderbar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.